Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Stranded Deep. Ich habe ganz eben einen ganz fixen, kleinen, kurzen Cut gemacht. Es geht natürlich jetzt wieder weiter. Ich habe euch versprochen, wir segeln mit unserem neuen Segelboot. Ich muss erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Geht das? Ja, das geht wirklich. Okay. Ich weiß nur nicht, wohin. Da drüben zu der Insel. Moment. Genau, so. So. Jawohl. So muss das sein. Ich würde sagen, wir machen das ab jetzt so, dass wenn wir auf eine Insel ankommen, und dort entweder Autoreifen oder diese komischen Tonnen finden, dann machen wir dort auch unser Floß. Aus dem einfachen Grund, weil ich die Tonnen oder die Reifen nicht transportieren kann. Ich kann die jetzt nicht hier auf meinem Floß legen und sagen, so, wir rudern jetzt rüber. Das geht nicht. Die fallen runter oder die fallen aus dem Schlauchboot. Und von daher ist es echt besser, wir machen das immer dort an der Stelle, wo wir das auch finden. Allerdings jetzt bei Nacht werden wir sowieso nichts finden. Und ich habe ich das Gefühl, es geht schneller oder bilde ich mir das nur ein? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und sagen, ob ihr findet, dass das schneller geht. Ich dachte jetzt eigentlich, es geht ein bisschen fixer. Ja, doch, ich würde sagen, es geht schneller. Cool. Wir sind nämlich schon da. Einwandfrei. Das Ding ist bloß, wir müssen das jetzt rumdrehen. Boah. Weil wir dann nämlich in die Richtung fahren. So. Holz. Holz, 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 Holz. Hier. So. Oh Gott. Das ist schon wieder so leise. So. Ah. Kokosnuss. So. Den Palmlock nehmen wir jetzt mit. Ich habe natürlich vergessen, den Timer einzustellen. Wieder mal. Moment. Ah, mein Gott. So, das nehmen wir natürlich mit. Den schlagen wir jetzt auch noch ab. So, und das nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir, das ist belegt, belegt. Okay, wir haben noch zwei Plätze. Die lohnt sich so... Hallo? Die lohnt sich sowieso nicht mitzunehmen. Also können wir die auch hier trinken. Und hier auch essen. So wollte ich. Wir haben hier noch Yucca. Die nehmen wir auch mit. So. Ach hier.
Okay. Drei Leaves haben wir. Müssen wir mal gucken, dass wir noch irgendwo einen herkriegen. Krabbe. Ja. So. Genau, okay. Zwei, drei. Und ein auch noch. Vier. So. Genau. Wie viel Platz haben wir jetzt noch? Das ist voll. Ah, okay, noch zwei Plätze haben wir. Plätze. Nehmen wir unseren Hammer mal wieder mit und wir sammeln hier noch die Steine ein. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das war ein Rochen. Ich dachte jetzt schon. So. Press E. Na. Wenn dann nachher unser Floß größer ist, dann sehen wir auch besser, wo wir hin segeln. Aber jetzt ist das ja noch so klein. Oh, ich muss das mal von meinem Ohr machen. So. Wir segeln, wir segeln. Kriegt man hier eigentlich einen Sonnenstich? Wenn man die ganze Zeit auf offenem Meer und so? Ach, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind schneller mit dem kleinen Bötchen. Als nächstes, wenn wir jetzt, Moment, ich drifte etwas ab. Hallo. Hallo. So. Wenn wir nachher hier drüben das Holz eingesammelt haben, abgelagert haben, dann können wir ja mal auf eine neue Erkundungstour gehen. Und mal sehen, ob wir eine neue Insel entdecken. Ich fahre gleich mal einfach bis vor unsere Tür, da wo wir unser Zeug hingetan haben. So. Moment, das muss ich erstmal noch drehen. Wir wollen ja dann wieder rausfahren. Hallo? So. Der kommt hierher. Das sind unsere Lischis. Das ist unser Hammer. Das sind unsere Rockies. 1, 2, 3, 4. Und das ist ein Palmlock, noch ein Palmlock, noch ein Palmlock. Und wir haben noch irgendwo noch einen Palmtop hier. So. So, fangen wir unten an. Weiter geht's.
Okay, die machen wir auch noch. So. Das haben wir jetzt auch. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir bräuchten Schlaf. Aber uns geht es jetzt trotzdem nicht schlecht. Wir haben das. Den Bogen nehmen wir auf jeden Fall mit. 8 Pfeile haben wir. Genau. So. Wir sailen jetzt. Da waren wir. Wir sailen jetzt nach da. So, ich hoffe, wir bleiben hier ungefähr im Kurs. So. Wir müssen immer mal ein bisschen gucken, dass wir unsere Insel noch sehen im Hintergrund. Ach, das wird schon. So, mal sehen, ob wir was finden. So, noch sehe ich nichts. Ich gucke, dass wir unsere Insel noch sehen. Da sind wir gestartet. Mal gucken. Oh, nicht abdriften hier. Sehen wir unsere Insel noch? Ja, seht ihr, das ist nämlich das Problem. Ich habe nämlich keine Lust, dass wir dann unsere Insel nicht mehr wiederfinden. Okay, da ist eine neue Insel. Unsere alte ist da ganz klein im Hintergrund. Oh Mann, ich hoffe, wir finden die wieder. Wir müssen dann genauso fahren, wie unser Floß auch steht. So, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, deshalb werde ich gerade etwas leiser. Es ist ja doch etwas wackelig. So. Ach ja. Angekommen. Da müssen wir hin. Wir gucken uns mal um, was wir finden. Da vorne ist ein Schiffswrack. Oh, die brauchen wir. Taubs brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben ja auch 2 neue Schiffswracks. Okay. Nee. So, wir schauen mal rein. Natürlich Duct Tape. Empty Bucket, naja. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Hallo? Ganz wichtig sowas, das brauchen wir dringend. Glove? Okay. Oh! Jawoll! Wie heißen die? Buoy Balls? Die Bälle.
Jawohl. Nicht, 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 nicht. Oh, cool. Da können wir uns unser Floß hier ausbauen. So. 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 Das fetzt ja. So. Bleibt das, bleibt liegen. So. Habe ich jetzt irgendeinen übersehen oder? Schön. So, Moment. Hier müssen wir hin. Ups. Nochmal auf. Ein Fuel Tank. Tut mir leid. Eine Bandage, da können wir ein Empty Bucket hier lassen. Was hier drin? Noch ein Fuel Tank. Oh. So. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Ich guck mal noch ab. Hier ist ein Schmuck. Hä? Hä? Guck mal, was hier hinten ist. Wo kommt denn das her? Ich habe mich schon gewundert. Ich brauche nämlich für das Floß. Brauche ich nämlich 5 Stück. Und ich dachte, hä? Waren das nicht 5? Was? Was? Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott! Oh! Wartet, ich habe eine Bandage. Oh Gott! Da war ein Hai! Alter! Okay, aber wir können die Bandi-Bulls-Dinger da, die können wir mitnehmen. Das ist sehr gut. Oh, je. Yeah. Oh Mann, ey. Also können wir die auch einsacken und können das dann auch zu Hause machen. 1, 2, 3, 4. Oh nein! Was lasse ich denn mal da? Blow lasse ich da. Also komm her. So. Alarm. Hatten wir jetzt ein Glück, dass wir gleich noch eine Bandage mit drin hatten. Der kreiste schon die ganze Zeit um mich und dachte, oh Gott, der wird mich da jetzt nicht angreifen. Nee, ach bloß nicht. Der macht das nur zum Spaß. Okay, wir haben jetzt die Bui-Bulls. Oh Mann, ey. Okay. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir es sonst nicht wiederfinden. So, da lang. Hm. So machen wir das. Oh Gott, vom Hai! Alter Schwede. So ein Drecksack. Also, was fällt dem ein? Ich gucke, dass wir ungefähr auf Kurs bleiben. Da ist er. Ich sehe unsere Insel. Oh, sehr gut. So.
Das war jetzt aufregend. Ich hatte jetzt ganz kurz Angst, dass wir sterben. Wenn wir auf unserer Insel sind, mache ich erstmal das Floß etwas größer. Ich würde aber hier vorne dran noch was machen. Einfach damit ich während des Segeln sehen kann, wo wir genau hinsegeln. Ich habe nämlich keine Lust, hier immer runter zu gucken. So. Ein Glück hatten wir gleich eine Bandage dabei. Aber dass auch gleich ein Hai da war, ne? Das hab ich nicht verstanden. Ich habe nicht mal was gehört an der Musik, dass sich was geändert hat. Ich wollte ja nur diesen komischen Ball rausholen. Ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Der Timer sagt bestimmt gleich, es ist vorbei. Wenn wir hier auf der Insel ankommen, mache ich einen ganz kurzen Cut, damit wir nicht unsere 20 Minuten überschreiten. So. Ups. Komm hier. So. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat meine Folge und mein Let's Play gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!